Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sarah Faris Schrimms. Heute gibt es mal wieder ein Update zum großen Meerwasserbecken. Ja, wie du vielleicht gesehen hast, war ich in der letzten Zeit auf der Aqua Expo unterwegs und es kam gerade nicht so viel zu meinem Becken. Aber ich möchte heute im Video ein paar Updates mal zu dem Becken geben. Das Becken steht jetzt 2 Monate genau und wir haben ein wenig vom Besatz her noch ergänzt. Und wir haben auch schon die ersten Problemchen, auf die wir heute eingehen werden. Und was einige von euch auch interessiert hat, wie viel Euro kostet dieses Becken eigentlich im Monat? Auf diese Punkte möchte ich heute eingehen. Ja, ich freue mich, wenn du dran bleibst. Viel Spaß mit dem Video! Zunächst mal kommen wir zum Besatz. Wir haben noch eine Gruppe Soramias ergänzt und zwar sind das 6 Tiere, die die Pyjama-Barsche sehr schön ergänzen, die sehr schön als Gruppe stehen und auch nicht so groß werden, also bis zu 3,5 cm werden die. Das heißt, die sind jetzt ja schon fast ausgewachsen und ja, sehen echt schön aus, reflektieren richtig schön in dem Licht, gefällt uns sehr gut. Sehr friedliche Gruppe und ja, dann sind noch ein paar Korallen dazu gekommen, die wir auf der Aqua Expo mitgenommen haben. Die habe ich ja in einem Video, das ich hier oben noch mal einblende, ja schon kurz gezeigt. Aber ja, hier jetzt noch mal in voller Pracht zeige ich euch die Korallen, die wir mitgenommen haben. Ja, mit den Korallen sind wir im Moment ganz zufrieden, oder Schatz? Ja, also ich sag mal, dadurch, dass das Becken halt immer noch frisch ist und noch nicht richtig eingefahren, gibt es natürlich auch wieder Probleme, logischerweise. Also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt zum Beispiel eine Ancora, die schwächelt. Und hier und da zicken auch mal die Glabresenzen. Aber im Großen und Ganzen sind wir bisher eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen. Also, ne? So, und ich sag mal jetzt halt, wie gesagt, Stabilität, da wird das mit den Korallen auch immer besser. Also ich finde es jetzt schon sehr, sehr schön, aber es ist auch schon so ein bisschen, wie Viper gesagt hat, das muss halt wachsen. Ne? Also dem ganzen Becken müssen wir halt ein bisschen Zeit geben, dann wird es, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte werden. Ja, was leider nicht so schön ist, genau als der Vipers Rief das letzte Mal hier war, haben wir ja gesagt, dass wir Cyanus haben. Es hat sich kurzzeitig später herausgestellt, dass das doch Dinoflagellanten sind. Da haben wir erstmal gedacht, oh mein Gott, weil die sind plötzlich explodiert, ne Schatz? Und wirklich ein oder 2 Tage später haben die sich hier im Riff breit gemacht, also auf dem Riff selber, auf dem Boden, in den Korallen. Und naja, wir haben ja erstmal gedacht, dass es Cyanus sind und haben die groß weggepustet, was natürlich nicht so gut war, weil sie sich dann noch weiter verteilt haben. Ja, und als wir dann die Gewissheit hatten, haben wir sofort reagiert. Wir haben die Lichteinstellung angepasst, das heißt 20% weniger Licht gemacht, einmal Wasserwechsel großflächig abgesaugt. Ja, und dann, Schatzi, ging es eigentlich auch schon nach einigen Tagen bergauf. Ja, also das war halt, eine Stelle fand ich jetzt ein bisschen problematisch, das war der grüne Paletora-Stein, den wir hatten, da waren die wirklich massiv drin und da immer andauernd mechanisch abzusaugen und dran rumzufummeln, fand ich jetzt nicht so. Deswegen haben wir uns leider von dem Stein trennen müssen. Ja. Allerdings muss ich sagen, den Verdacht, dass wir Dinos haben oder haben könnten, hatte ich schon tatsächlich, als Viper da war, weil ich fand, dass das halt nicht alles so nach Cyano aussah. Ja, aber ja, haben wir wirklich gut in den Griff gekriegt, also auch sehr, sehr schnell. Es hängt ja auch ein bisschen von der Dino-Variante ab, aber da haben wir Glück gehabt im Unglück. Die wir jetzt hatten, ließen sich sehr, sehr gut bekämpfen, indem man wirklich, wir mussten jetzt das Licht eigentlich nur minimieren. Und ja, Gott sei Dank. Genau, Gott sei Dank. Aktuell sind ein paar Belege hier vorne noch, aber man sieht da diese Blubberbläschen und das
ist auf jeden Fall ein Indiz für Cyanobakterien. Ja, aber ich denke, das kriegen wir auch noch in den Griff, wenn alles so ja, eingefahren ist, wie du schon sagtest. Also Dinos sehe ich halt wirklich nur noch ganz vereinzelt, dass mal welche von unseren Korallen Zooxanthellen abstoßen. Da habe ich auch schon überlegt, ob wir das Licht nochmal ein ganz kleines Stück runterregeln. Da es aber wirklich minimalst ist, wollte ich das jetzt erstmal so lassen und gucken, ob sich das jetzt so stabilisiert. Ja, dann haben wir ja unsere Traum- und Faunkaiser in dem Becken, die sich an sich auch super machen. Die fressen gut und gerade die Traumkaiser sind auch schon gewachsen, also vor allen Dingen einer von denen. Und ja, da gab es jetzt aber leider ein paar Zickereien, deswegen haben wir hier oben diese Schwimmschule reingehangen mit einer kleinen Röhre, wo wir einen von den Traumkaisern reingesetzt haben, weil der ordentlich vermackelt wurde von dem anderen. Also der hat wirklich im Riff überhaupt nicht mehr von ihm abgelassen. Und ja, dann haben wir halt schnell eingegriffen und ihn da oben separiert und wollen ihn da jetzt erstmal ja, großziehen, dass er ja, kräftiger vielleicht sogar ist als der andere. Na, großziehen wollen wir ihn nicht. Nein, das wäre jetzt ein bisschen doof ausgedrückt, aber halt, dass er zu Kräften kommt, dass der hat ordentliche Macken an der Seite gehabt, ja, dass er wieder gesund ist und wir ihn dann stabil wieder ins Riff packen können. Das ist ja auch vielleicht interessant für andere Aquarianer, die Ähnliches planen. Also wir haben uns beide als Jungtiere geholt. Es sind Geschlechtswandler. Theoretisch sollte das dann so sein, dass ein Tier männlich, das andere weiblich ist und sich daraus ein Pärchen ergibt. Allerdings muss man sagen, bei den Faunkaisern deutlich reduzierter jedenfalls in unserem Fall, gibt es doch innerartliche Aggressionen, wenn die in der Jugendform sind. Bei den Faunkaisern äußert sich das, dass sie halt mal kurzzeitig der eine auf den anderen so ein bisschen drauf geht. Das aber, wenn sich die Tiere bei den Faunkaisern jedenfalls räumlich trennen, ist das gut. Ist auch immer wieder zu beobachten, dass es das größere Tier von den beiden ist, das das tut, also was praktisch besser frisst und dann mehr wächst. Der übt dann Druck auf das kleinere Tier aus. Und bei den Traumkaisern war es halt dann tatsächlich auch so, bis es dann halt gekippt ist, dadurch, dass ein Tier dann deutlich größer war als das andere. Und dann also wirklich da, man ja sagen kann, das hatte nichts mehr mit einfach nur zurechtweisen zu tun. Der wollte den ja regelrecht kaputt machen. Naja, also der stand oben in der Strömungspumpe, hat sich versteckt, der andere stand da drunter und hat ja nur darauf gelauert, dass der rauskam. Und dann hat er auch so Prügel kassiert, dass wir den jetzt rausgenommen haben. Meine Hoffnung ist, er frisst in der Schwimmschule. Das sieht auch so aus, als wenn es schon bei so jungen Fischen, habe ich immer das Gefühl, auch durch das Wachstum heilt alles, wenn es nicht wirklich zu spät ist, heilt das alles sehr gut ab. Er frisst und macht einen sehr soliden Eindruck. Anfangs war es auch so, dass das größere Tier am Kasten stand und immer wieder versucht hat, ihn zu attackieren. Deswegen haben wir da auch jedenfalls für die erste Zeit mal eine Tonröhre reingemacht, damit das verletzte Tier da eine Chance hat, sich dann auch zurückzuziehen und sich da diesem Stress zu entziehen. Aber mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, das größere Tier nicht mehr an den Glaskasten, schwimmt da dran und hackt daran rum. Verstanden, er kommt nicht dran. Ja, aber man muss auch sagen, er guckt. Ne? Also er ist schon so, dass er genau sieht, oh da. Ne? Und also ich würde es einfach wirklich jetzt so machen, dass ich das Tier da drin, dass der wieder kerngesund ist. Dann würde ich als nächstes die Tonröhre entfernen und gucken, wenn er keine Versteckmöglichkeit mehr hat, ob der andere wieder anfängt, am Glaskasten rumzuschleichen. Und sollte sich da eine gewisse Ruhe eingekehrt sein, dann hätte ich vielleicht die Traute, den wieder reinzusetzen. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit den Neuigkeiten und ja, leider auch mal ein paar Problemchen. Aber ja, worauf wir jetzt auch noch zu sprechen kommen wollen, sind die
Stromkosten für das Aquarium. Also was den Punkt Energiekosten angeht, habe ich ein kleines Problemchen, denn da das Becken ja nun mal halt hier steht und ich jetzt nicht mehr so einfach an die Steckdose da hinten dran komme, kann ich da nicht einfach irgendeinen Stecker reinstecken, der mir das ganz genau ausrechnet, wie viel Strom das Aquarium jetzt so verbraucht. Also bin ich hingegangen und habe alles Mögliche, also alle Geräte, die ich habe, entsprechend recherchiert und mir aufgeschrieben, wie viel Watt jedes Gerät verbraucht und das dann entsprechend auf den Tag umgerechnet und für einen Monat und so weiter. Und ja, ein paar davon musste ich auch ein bisschen schätzen natürlich, wie jetzt zum Beispiel den Fließfilter, der ja nicht dauernd läuft, sondern nur bei Bedarf sich einmal kurz dreht für ein paar Sekunden oder aber auch Nachfüllung. Die Nachfüllung, genau, die ja auch nicht rund um die Uhr läuft, sondern immer nur bei Bedarf, mal eben für ein paar Sekunden. Und auch der Heizstab, der die größte Herausforderung eigentlich ist, um das Ganze genau zu berechnen, finde ich, weil auch der nicht dauernd läuft, der aber, wenn er läuft, einen ordentlichen Verbrauch hat, nämlich 600 Watt pro Stunde halt, ne? Und ja, deswegen, da das zu genau zu recherchieren, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen mal erstmal so grob an. Ich habe da halt so eine Liste vorbereitet. Es gibt halt Sachen, die durchgängig laufen, wie natürlich der Abschäumer, der Multifilter, die UV-Lampen haben wir aktuell andauernd laufen. Die Förderpumpe, die GRL-Geräte, dann haben wir auch noch den Ozonisator laufen mit der entsprechenden Luftpumpe. Das sind so die Dinge, die wirklich durchgängig laufen. Natürlich laufen auch die Strömungspumpen durchgängig, aber nicht den ganzen Tag auf 100%, sondern ich sag mal 11 Stunden haben wir auch das Licht an, laufen die so auf höchstens 20% und in der Nacht halt nur auf 1%. Das heißt, auch da muss man dann so ein bisschen ja, das runterrechnen auf die Prozentzahl. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Lampen, die nur die 11 Stunden am Tag laufen, aber auch nicht auf 100%, sondern höchstens für einen kurzen Zeitraum auf 70% und dann teilweise halt auch auf, schätze, 20-40%. Also das ist halt nach Bolus, das bedeutet, wir haben die eine Stunde lang auf den Maximalwert, wo wir sozusagen sagen, das ist im Moment jetzt machbar mit den Dinos etc. pp. Das ist ja auch nochmal die Problematik, wenn sich das stabilisiert hat, können wir da auch mit der Lichtleistung nach oben gehen. Logischerweise dann auch mit den Stromkosten. Aber im Moment ist das jetzt nicht so machbar. Das heißt, wir liegen bei 70% eine Stunde und dann fällt das nach Bolus halt ab. Das Ganze ist natürlich dann, ja, so mehr oder weniger sind das Schätzwerte, ne? Und wir kommen dann, wenn man das jetzt alles so zusammenrechnet, ich muss ja, glaube ich, jetzt nicht alles einzeln in Watt aufzählen oder nein, jedes um Gerät. Gottes Willen. Dann sitzen wir morgen noch hier, weil das sind einige Geräte tatsächlich. Nach den ganzen Berechnungen sind wir dann ungefähr bei 9,5 Kilowattstunden Tagesverbrauch. Aber da ist jetzt der Heizstab noch nicht drin. Wir gehen davon aus, dass der Heizstab, wenn man sich mal überlegt, wir mögen es hier sehr warm. Das heißt, wir haben immer so ungefähr 23, 24 Grad hier. Hier ist jetzt gerade 24 Grad. Das heißt, der muss 1 Grad aufheizen über den Tag verteilt. Schätzen wir, dass der so ungefähr auf 30% verbraucht von seinen 6.000 Watt. 600 Watt. 6.000 Watt wird er uns eine Kernschmelze durch den Fußboden machen und wird wahrscheinlich in China wieder rauskommen, Schatz. 6.000 Watt ist zu viel. Wir bleiben mit unserem 600 Watt, wir wollen ja nicht alles frittieren. Genau, von seinen 600 Watt. Also schätzen wir dann, dass das so 4 Kilowattstunden nochmal obendrauf kommen. Dann sind wir bei 13,5 Kilowattstunden pro Tag. Das sind dann etwas über 400 im Monat. Was wiederum bedeutet, dass wir dann bei ungefähr 100 Euro sind. Ticken mehr, 101 Euro und ein paar zerquetschte haben wir ausgerechnet. Ja, das ist so unser Energieverbrauch mit dem entsprechenden Heizstab. Die Lampen machen gar nicht so viel aus, ne Schatz? Der Heizstab ist das krasseste bei dem ganzen Aquarium. Ja,
Also so ein Ding auf Temperatur zu halten, ist ja schon immer teuer gewesen. Wir hatten ja damals auch Diskus, auch da, bedingt durch die blöden 30 Grad. Oder, da hatten wir 300 Watt, ne? Heizstab. Ja, aber das viel Schlimmere war, dass wir das Becken ja auf zwischen 28 und 30 Grad gehalten haben. Das war, ist ja Wahnsinn. Das ist jetzt hier schon etwas besser. Das ist natürlich ein offenes Poolbecken. Das kostet auch nochmal ordentlich Energie. Ich würde roundabout sagen, dieses Becken liegt wahrscheinlich so bei 110 bis 150 Euro im Monat. Da ist, das würde ich so als Spielraum einschätzen, wenn du auch noch zum Beispiel an den Lampen spielst oder zum Beispiel auch man arbeitet mit ja, ein bisschen mehr. 50 Euro. Nee, das nee. Nicht alleine, aber ich vielleicht sag jetzt mal. Vielleicht ein 10er oder 20 vielleicht, kannst du da einplanen. Ja, aber wenn du, jetzt sage ich jetzt auch mal, die Strömungspumpen etwas anders stellst und etwas stärker beströmst, wir sind da ja mit Tunze, finde ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Erstens haben die ein hervorragendes Leistungsbild. Die Dinger laufen auf mickriger Einstellung. Die werden in der Lage, dieses 1000-Liter-Becken komplett auf den Kopf zu drehen. Ja, ja, also haben wir ja gesehen. Wir haben die ausprobiert und haben die dann auf volle Leistung gehabt und schnell wieder runter. Genau, also ich sag ja, weil das wird ja dann ein Zyklon. Ne? Wir haben ja eine Ringströmung und die ziehen die durch, aber dann halt in einer Geschwindigkeit. Ja, in einer Geschwindigkeit. Oh, dass da nicht ein Strudel dann im Wasser entsteht, ist ja alles. Ne? Also dann fängt das da richtig an, sich im Kreis zu drehen. Und vor allem, da kommen wir mit hin. Aber ich sag jetzt mal, theoretisch, wenn du noch was dazu rührst, sagen wir mal gepuffert. Ich denke, wenn du mit 150 Euro dieses Becken fährst, dann fährst du das halt wirklich teuer. Du darfst auch eine Sache nicht vergessen. Wir haben LPS, fahr dieses Becken mit SPS und leg das auf SPS aus. Du brauchst mehr Strömungspumpen, mehr Licht. Dann kann ich mir sehr gut auch höhere Kosten für das Becken vorstellen. Ja, also aber wir haben ja ein LPS-Becken. Also von daher gesehen brauchen wir nicht ganz so viel brutal Licht. Und die Strömung muss auch nicht so brutal sein. Und da, ne. Ja, ja. Kannst du ja gerne mal unten reinschreiben, ob du das auch so vermutet hättest, die Stromkosten. Und was du vielleicht für Energiekosten hast für dein Aquarium, würde mich auch mal interessieren. Ja, ansonsten. Es ist halt auch alles sehr energieeffizient. Die Strömungspumpen sind energieeffizient. Tatsächlich, ja. Wir haben eine komplette LED-Beleuchtung, die recht energieeffizient ist. Unser Technikbecken ist sehr, das, was natürlich jetzt nicht sehr energieeffizient an dem Technikbecken ist, das sind 2x48 Watt UV-Power. Allerdings schalten wir die ja nur nach Bedarf. Ja, aktuell sind sie an, deswegen haben wir sie jetzt mit einberechnet. Aber theoretisch, ja, wenn wir die ausschalten, haben wir das natürlich dann nicht mehr. Genau, also wenn wir jetzt nicht gerade neue Fische eingesetzt haben oder irgendwas bekämpfen, wo ich immer der Meinung bin, wenn falls was im Wasser ist, das Ding macht alles kaputt, dann schalte ich es halt mal an. Aber ich sag mal, normalerweise läuft die halt nicht mit. Ja. Vielleicht fällt mir auch noch etwas ein, die Situation für den Stromverbrauch hier etwas zu entschärfen, sodass du dann auch die Möglichkeit hast, mehr Becken. Also man muss schon sagen, wie findest du es denn vom, als Relation für ein Hobby, für ein einzelnes Aquarium, was man jetzt so stehen hat, sage ich jetzt mal 110 Euro zu bezahlen? Finde ich schon viel. Ja, also ich sage jetzt mal als monatliche Hobbykosten. Ja. Es gibt mit Sicherheit viele, viele Hobbys, die man günstiger betreiben kann. Als jetzt, sage ich mal, eine Investition von 100 Euro. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass es sehr viele Hobbys gibt, die deutlich teurer sind. Wenn du dir überlegst, wir haben es mal aus Interesse gemacht. Ich habe mal zu dir gesagt, du wärst nicht in der Lage, mit einer Pistole ein Scheunentor zu treffen. Daraufhin sind wir ein Jahr schießen gegangen. Mit richtig in einem Schießsportverein, SLG, und haben dort Schießen geübt. Meine Meinung musste ich revidieren, du hast getroffen. Ja, allerdings, was auch getroffen war, war unser Portemonnaie. Denn dieses Schießen ist extrem teuer, die Munition war extrem teuer und da glaube ich, bist du mit so einem Becken hier wesentlich günstiger aufgestellt, als wenn du zum Beispiel einen Skisport machst oder
wahrscheinlich auch Golf spielen. Und ja, aber du merkst schon, das sind schon auch so die ja, gut, speziellen Hobbys, ne? Oh ja, ich weiß nicht, da müssten wir können ja so mal Leute in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung, kostet 10 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat wahrscheinlich. Ja, das ist es ja aber nicht. Du machst ja keinen Vereinssport. Ich habe zum Beispiel Vereinssport und Tischtennis. Und da kauft man sich halt auch Sachen, ne? Du kaufst dir zum Beispiel, ich meine, gut, das hast du jetzt beim Basketball nicht, aber du kaufst dir zum Beispiel beim Tischtennis, kaufst du dir frische Belege. Mittlerweile kosten die Dinge 80 Euro pro Belag, da bist du auch 160 Euro los. Gut, das sind jetzt einmalige Kosten, so jedes halbe Jahr. Aber auch in anderen Sportarten kommt so ein bisschen was zusammen. Also ich glaube, beim Fußball, weiß ich nicht, da können ja mal Leute reinschreiben, welche Hobbys sie so haben. Und was so ein Hobby kosten? Sie, ja genau, was das kostet. Gerne schreiben. Wer weiß, vielleicht ist Badminton viel teurer als Meerwasser-Aquaristik. Gerne unten mal reinschreiben, wie teuer eure Hobbys so sind. Ja, aber ganz ehrlich, es ist ein schönes Hobby und es steckt viel Leidenschaft drin und deswegen bezahlt man das dann halt auch, ne? Ja, also ich habe sogar etwas teurer eingeschätzt, muss ich sagen. Ja, was hast du denn geschätzt? Ich habe gedacht, das Becken kostet im Monat über 200 Euro. Über 200? Ja. 220, 210, sowas. Vielleicht ist das auch überholt. Ja, mit den moderneren Sachen, es ist wirklich alles sehr auf Energieeffizienz. Technikbecken ist zu, hast du auch keine Verdunstung. Ja, das macht echt viel aus. Ja. Das hat mir auch jemand, ich weiß gar nicht, wer, blende ich mal ein, hier auch mal unter das letzte Video geschrieben, wo wir wegen den Energiekosten nämlich gefragt haben. Und da hat auch jemand mit, also erst den Stromverbrauch geschrieben ohne den Deckel auf dem Technikbecken und dann nochmal mit und das ist deutlich runtergegangen. Ja, was auf der Aqua Expo ja auch mega interessant war, war das System, was LED Aquaristik vorgestellt hat mit der Wärmerückgewinnung. Denn da geht man ja eigentlich genau an die beiden Schwachstellen ran, nämlich das Heizen, also Lampen und Heizen im Aquarium. Denn die haben mit dieser Wärmerückgewinnung ja so Kühlkörper entwickelt, die an der Lampe installiert sind und dann entsprechend das Wasser durch die Lampe leiten und somit es schaffen, die Wärme der Lampe durch das Aquarienwasser runterzukühlen, um wiederum das Wasser im Aquarium aufzuheizen. Also könnte man ja damit eigentlich so eine Brücke schlagen und auch nochmal energiesparender arbeiten. Oder definitiv. Also ich fand das echt interessant und generell gesehen auch für die Meerwasser-Aquaristik einsetzbar durch diese Titanröhrchen. Ich weiß halt nicht, wie oft das jetzt gespült werden müsste, also wie wartungsintensiv das ist. Aber halt am Tag könntest du mit Sicherheit mit so einer großen Lampe, wie du die da hast, wahrscheinlich das ganze Becken heizen. Ja, auf jeden Fall mega interessant. Bin mal gespannt, was sich da alles noch in Zukunft da entwickelt in der Hinsicht, generell in der Aquaristik. So könnte man ja vielleicht auch mal schaffen, dass wieder noch mehr Leute in der Aquaristik tätig sind oder ins Hobby reinkommen und nicht mehr so verschreckt sind durch mögliche Energiekosten, die das ganze Hobby so mit sich bringt. Ja, werden wir sehen, ne? Ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen, damit du hier sozusagen etwas entspannter Strom ausgeben kannst als bisher. Da bin ich ja gespannt, Schatz, was das wird. Ja, dann lass dich mal überraschen. Gucken wir mal. Ja, gut. Okay, ja, das war's für heute. Wir sind für heute raus. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Wir haben ein paar Fragen gestellt während des Videos. Und ein Abo nicht vergessen, denn ja, ungefähr 60-70% schauen meine Videos, aber folgen nicht dem Kanal, also jetzt abonnieren. Wir sind raus.